Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit meinem Gegner, den LS-Profi. Moin Moin. Und mit dem ganzen LU natürlich. Sag mal hallo. Moin Moin. Der Chef ist heute wieder persönlich dabei. Ja, das freut mich natürlich immer so. Und aber das LU ist natürlich nicht umsonst im Channel drin. Ja, weil da haben ja, was Schönes gerade vorbereitet. Es läuft einfach. Ich glaube, ich und Chrissy müssen wir unbedingt eine Show machen, hä? Ja. Wir müssen synchron die ganze Zeit sprechen. Aber nee, Leute, was steht denn an? Challenge auf Feld 38, 30. Wirklich? Sollen wir mal hochkommen zum Melu? Ja, nicht schlecht. Ich dachte, es kommt ein Taxi oder sonst was, das uns abholen könnte. Oh, noch. Ja, na sicher. So, oh, ich sehe schon den Levin mit dem Auto. Hier ist ein vergifteter Sojabohnen von Chrissy. Gib doch. Oh, hier wird schon angesät. Top, ey. Zum LU-Hof oder schon zum Feld? Zum Feld. Okay. Das ist schon. Also ich nehme schon einmal die linke Seite mit der linken Arbeitsbreiten wieder hier. Mit der linken. Auf jeden Fall. Mit der linken Seite gewinne ich eh immer. Vor allem, es ist immer das Gleiche. Immer kriegen wir die kleinsten Arbeitsbreiten, das gibt's doch nicht, Alter. Ja. Die wollen uns einfach. Das ist nicht normal. Perfekt für euch. Wartet doch einmal kurz. So, aber warte mal, erklärt doch erstmal die Challenge hier. Auf jeden Fall, erstmal schön, dass ihr da seid, ne? Wir ja. Kommen heute zu etwas größeren Challenge, wie ihr schon seht. Immer gern. Kein Problem. Und zwar seht ihr hier eigentlich zwei Feldflächen, die. Der Asphaltarbeiter war überhaupt nochmal da, der hat noch ein bisschen korrigiert hier drüben. Also diesmal haben wir nicht gesoffen beim Tern. Ah ja, drüben, nee, aber hier, ja. Ich glaube, hier auf dem Feld, ja. Aber drüben eigentlich, nee. Und die Challenge besteht aus zwei Teilen. Also das wird alles heute stattfinden, ja. Immer grubbern und immer düngen. Hier drüben. Ja, und den weißen das letzte Mal. Da? Das ist einfach nur zum. Ich dachte, wir müssen auf das Gegrubberte noch sehen, hey. Nee. Aber ich sag euch mal so, wie es abläuft. Es gibt diesmal keine Zeitvorgabe. Okay. Da, sondern wer fertig ist, ist fertig. Und da gibt's nur einen, der das schafft. Hoffentlich. Wobei. Mal gucken, ich bin gespannt, wer hier das Rennen macht. Mhm. Ihr fangt an zu grubbern, ne? Das ganze ja. Feld hier. Ja. Das ganze Feld. Dann nehmt ihr eure die Grubber. Tut ihr dann hier drüben am Feld rein. So, die Düngerstreuer da. Hier? Nee, hier. Ach so, hier, okay, ja. Hier. Schön, ne? Hä? Ordentlich abhaken. Mhm. Hier, genau hier, wo ich stehe. Ja. Mhm. Ordentlich abhaken. Dann fahrt ihr mit den Traktoren hier rüber. Hängt die Düngerstreuer an. Mhm. Ja. Ja, und düngt hier der LS-Profi hier, also Justin hier, ne? Ja. Ach, wurden Seiten schon vorgegeben. Und siehst du hier. Ja, wieder meine Lieblingsseiten, gell? Und so. Düngt hier das Feld. Sauberkeit ist doch wichtig hier, oder? Sauberkeit ist sehr wichtig hier. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der eine hier vorne beim Grubbern super gemacht hat, aber beim Düngen komplett scheiße gezogen da hat, was dann? Ja. Muss er nachdüngen. Da wo nie gedüngt ist, das kostet also ordentlich Zeit. Genau. Also lieber gleich machen, sonst hinten raus scheiße. Mhm. Ja, dann, wenn ihr fertig mit Düngen seid, je nachdem wer das ist, fahrt ihr wieder hier hin, ja? Mhm. Parkt ihr so rückwärts ein, lasst den Düngersteuer dran, macht ihn runter. Und dann, das ist der Hauptpreis der heutigen Challenge. Rennt ihr, ich bitte euch hier die Geschwindigkeit bitte auf einmal zu machen. Ja, also aus. Ja, normal. Also Standard meinst du? Ja. Auf. Rennt ihr dann zu dem Trecker? Ja. Das ist der Hauptpreis der heutigen Challenge. Der Trecker? Ja. Oha. Oh, und ich krieg die scheiß Karre oder was? Dann, nein. Dann fahrt ihr mit dem Trecker. Ach so. Hier hinter. Und hier hinten ist eine kleine Ziellinie. Wer da als erstes drüber ist, kann den Trecker mit nach Hause nehmen. Oha. Ah, okay, da wurde sie aber auch nicht. Okay, das ist geil.
Ja, Chrissy, dann weißt du ja schon mal, kannst du wieder runter in deinen Hof gehen. Ich mach die Challenge schnell fertig und dann passt das. Du bist ja leise, du Alter. Wie viel PS hat denn der Schlepper, wenn ich fragen darf? 310. Boah, okay. Warte, Chrissy, mach dich ab, hier ist mein Trigger. Ach, warte mal. Ich brauche ja noch meine geheimen Cheats hier. Mal schnell das Lenkrad ranholen. Und der zweite Platz, der kriegt dann wieder eine Geldsumme. Die Scheißkarre, ne? Nein, die gehört in der EU. Mann ey, Scheißkarre hätte ich auch genommen. Also jetzt noch einmal zu Verständnis. Das alle schön grubern, dann umfahren, das schön umstellen, den Düngerstreuer holen, die andere Seite fertig düngen, dann das abkuppeln und dann den Traktor umstellen und dann zur Ziellinie laufen. Da hat er was verstanden. Okay, je nachdem. Ja, ihr müsst, wenn ihr fertig mit Düngen seid, fahrt ihr einfach da, wo die Düngerstreuer sind, stellt ihr die wieder hin. Aber lasst angekuppelt, die Traktoren, die bleiben dann stehen, die zwei, oder? Okay, passt. So wie die Düngerstreuer sind, nur mit den Traktoren davor. Also genau. Düngerstreuer nicht am Hängen, also einfach nur dahin stellen. Dann wird ausgestiegen, zu dem Traktor gelaufen, je nachdem wer das ist, und wird hintergefahren. So. Zweiter Platz. Ein Wettrennen. So ein Wettrennen, die zwei in Holland, so wer auch Ziellinie bekommt, bekommt den Schlepper. Okay. Ja, ist er nur ein Allgemein. Ist er nur. Läuft das Lenkrad? Oh nee, das hat die eklige Death Sound. Nein! Oh, könntest du kotzen, ey. Hat der Cheat mal wieder nichts gebracht. Oh der Gott, ich muss kurz in der letzte ein bisschen warten. Ey, der passt eigentlich. So. Können wir los? Jo. Warte. Seid ihr bereit? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Dann 3, 2, 1, go. Ah. Evin, du bist ja auch noch ein bisschen hier, du kannst ja auch ein bisschen mein Schießrichtung. Jo Leute, ich bin bei mal den fertig machen da auf der anderen Seite da dort. Moin, moin, moin. Und jo. Aber das, jetzt kommt gleich wieder die Wendung, das wird das Entscheidende sein. Da hat er den Grubber ein bisschen zu früh ausgehoben. Wer, der Chrissy? Ja. Und da ist der Justin eher vor Ort. Diesmal hat er die Wendung besser hinbekommen. Wichtig. Wie es jetzt aussieht, muss auch Chrissy noch sehr viel nacharbeiten. Also er muss gründlicher werden. Zu viel Adrenalin, ey. Iso. Was macht ihr mit mir? Das Gruppen wird sehr viel Zeit machen. Oh, Alter, Leute, ich kann das ja dafür. Ich glaube, ich muss gleich ins Krankenhaus. Spaß. Wendung kommt wieder. Nein. Ach, Tastatur war doch ein besserer Cheat. Oh. Ui, Chrissy. Ui, da muss er anhalten. Ja. Ui, da hammert es ganz schön in der Kiste. Was ist los, Chrissy? Nur Bremse angegangen oder was? Boah, Alter, hätte der eine Face, ich will gar nicht wissen, was der für Falten oben hat, Alter. Chrissy, was hast du denn für einen roten Kopf? Das sieht aber nicht so gut aus, ey, im Traktor. Alter. Ja, ich will einfach nicht. Machst du auf das Assad Spaß? Ach
Ich will den Traktor! Kaufe ich mein Deutsch und den Norden. Nee, verkaufe. Ansonsten, Herr Lur, wie lange haben Sie denn hierfür es gebraucht oder wie sind Sie überhaupt hier drauf gekommen? In der letzten Challenge haben Sie ja. Ja, Sie wollten ja mal den Traktor mal gewinnen. Ja, ja. Und da der Traktor ja auch viel wert ist. Ach, oh, so was. Und da hab ich mir gedacht, na, kannst du nicht nur hier so eine kleine Strafe machen. Da musst du schon wieder was Größeres machen. Oh, und dass der Akku gleich daneben ist und er war abgeerntet. Wenn was drauf gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich streichen müssen oder sowas. Wir dürfen aber auch über das eine Feld, was wir düngen sollen, können wir auch drüber fahren, oder? Oder müssen wir außen rumfahren? Rasen. Ich frag nur für einen Freund. Nein! Zwei Stellen zum Ausbessern. Zwei Stellen sogar? Ja, da vorne, wo du gerade umlenkst, da ist so ein kleines Zwischen. Das mache ich gerade mal. Boah, das hat aber auch nicht noch was zu verbessern, sehe ich gerade, ey. Das ist deutlich mehr. Ja, Junge, Chrissy, was hast du denn da gemacht, Alter? Machst du hier Milka? Machst du hier... Sag mal, bei der Seele, ja, ich hab da ordentlich Scheiße gebaut, ey. Ich muss auch nochmal ordentlich was ausbessern. Ich guck mal hier. Aber Chrissy muss ja nur ordentlich Bahn ziehen, Alter. Hier hinten ist doch was. Ah, hier ist was, hier. Ich hab übelst viel noch. Übelst viel noch zum Ausbessern. Aber Chrissy halt auch. Chrissy, warum redest du so wenig? Was ist los? Du bist in Stress auf der Mumme oder was? Wenn ihr so wenig redet, Alter, dann ist aber bei dem richtig Mann auf Bord. Hallo? Wir bräuchten einen Notarzt hier für Chrissy. Ich glaube, der ist bewusstlos. Ja, das Profil. Oh, den Chrome zurzeit ausgehoben und der hat immer noch eine Stelle. Mal gucken, ob er sie sieht. Bin gespannt, weil davor geht nichts. Hier vorne ist an der Ecke noch ein bisschen was. Meinen Sie die Ecke hier? Ja. Pass auf, das sind die andere Frucht weg, aber. Alles gut, alles gut. So, und jetzt? Sonst ist Wartezeit. Sauber, sauber. Chrissy, was soll ich nur einen Kaffee bringen hier von der Tanke? So, fertig. Ja, und Kroba, willst du den hier abkoppeln? Hab ich gesagt, das soll hier stattfinden. Oh, Scheiße. Ich hab Zeit, alles gut. Ich hab Zeit. Hier hin. Ja, schön ordentlich. Nicht schräg, nicht schief. So. Ja. Ich kann mal Zeit lassen hier, bis der Chrissy von der Tanke kommt hier. Chrissy, seine letzten Bahn, da hat immer noch viel zu haben. Ist besser. Chrissy, red doch mit uns. Da hängt der Les-Profi den Düngerstreuer an. Zack, so. Hier unten das Feld war meins, oder? Genau. Ich guck von oben. Wie breit ist denn das überhaupt? Ach, der ist gar nicht so breit. 15 Meter natürlich ein kleines gekommen, ne? Ja, danke dafür. Schade, dass es kein 3 Meter gab. 3 Meter Dünger, was ist das, Alter? Junge, ihr könnt doch mal große Maschinen für uns nehmen. Wir können auch mit dem Zeug umgehen, Junge, kein Ding. Chrissy, huhu, siehst du mich winken?
Liebes Elu. Ja. Können Sie mal nach dem Chrissy gucken? Irgendwie macht das mir Angst, weil er so wenig redet, sonst hat er immer den großen Mund. Ah, noch Pferder. Noch Pferde. Oh, ist wirklich geworden. Hat er auch alle Flecken weg? Ach ja, Leute, herrlich. Junge, der düster alle. Die hängt die Leute so ans Lenkrad, hey. Gute Traktor. Hoch. So, wo muss denn der hin? Wieder da, wo er vorher stand. Schon alles erklärt. So. Gucken wir jetzt mal an Chrissy zu, wie der so düngt. Schaff's das! Oh Mann, ist schon ein bisschen assi, oder? Gucken wir mal zu hier. Oh, schaut euch ihn an. Wie der hier fleißig düngt, ey. Herrlich. Schaut ihn euch an, wie der da drinnen sitzt. Wow. Oh, kann er noch reden, hey. Boah, Alter, ich... Chrissy, kann ich ran noch pissen gehen in der Zeit, wo du dünnst? Komm, gib Gas hier. Herr Lur, haben Sie eigentlich leider was vor? Weil Sie sagen, für 2 Folgen ist das Ding hier. Ja, ist halt doch ziemlich schnell verloren. Ja, sie müssen halt beachten, dass wir halt Top-Farmer sind hier. Ich merk schon. Ja, hier, das muss länger geben, hey. Können von mir aus auch das ganze Feld 49 da vorne ansehen. Kein Ding, ey. Nee, bitte nicht. 2 Meter? Komm, Chrissy, komm! Ja. Hallo. Wow. Hallo. Boah. Komm, Chrissy. Hallo, nicht den Weg noch mit dem. Komm, holen dir. Komm. Und jetzt gehst du nochmal zum Chrissy, ältest Profi. Und dann machen wir nochmal ein kleines Wettrennen, würde ich sagen. Wie kleines Wettrennen, ey. Was? Gas. Chrissy. Komm, Chrissy, steig ein, hat doch Beifahrer, oder? Nein. Chrissy, renn. Guck, wer schneller am Ziel ist. Aber es gewinnt halt nur der den Traktor hat. Das war in ich dem Fall. Ich hole mir so eine Panikliste. Ah. Schön hast du das gemacht. Hast du gut gemacht. Aber wie gesagt, es gibt halt nur einen King hier auf der Map. Das bin eindeutig ich. Das ist ich. Hallo. Hallo, Chrissy. Lebst du noch? Chrissy, du kannst ruhig mit uns reden. Also Leute, jetzt wisst ihr, wie den Chrissy sprachlos macht und wie ein gewisser Kevin einfach nicht auf den Server joinen kann. So, einmal aussteigen und vorm Traktor versammeln. Ja, hier vor. Warte, stopp. Meter Abstand bitte. Meter Abstand. Ich will nicht, dass er noch Wert verliert. Also gut. Dann, das ist der Lu darf natürlich nicht, aber der Chrissy muss Abstand nehmen. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, dass Sie einen Hauptpreis hier abgeholt haben. Danke. Ich muss einfach sagen, waren gründlicher und waren halt im Moment diesmal besser als beim letzten Mal. Da haben sie auf jeden Fall gelernt. Übrigens, Chrissy, hast du eigentlich mal an die Batterie gedacht? Mach doch das Licht aus, wenn man hier aussteigt.
Chrissy. Also gehen wir zum zweiten. Also Leute, klar, wir brauchen doch zwei Challenges. Halt diesmal bei und bei der Sauberkeit nicht so ordentlich wie beim letzten Mal. Ist genauso wie beim Tellerwäschen. Aber wir wissen ja auch Fakuhokla gab bei dem Enmar da. Grüssi, du kriegst einen. Grüssi, komm doch her. Lass dich umarmen. Und für den zweiten Platz. Gibt's natürlich auch für diese Challenge, oder sie. Ja, so 100 Euro kann man dem mal geben für ein Eis. Ist natürlich oh, auch ja. Etwas. Lass mich im Arm. So geil. Oh, danke. Bitte schön. Ja, das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Challenge. Leider habe ich nicht gewonnen. Und dann schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Profi. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.